Kommunikation statt Sprache ist heute der Impuls, den es gibt, wieder aus den Karten von der Yvonne van Dijk, die Kompasskarten, und die sind einfach schön. Ja? Bei Kommunikation ist Unikat enthalten, in Sprache Rache. Jetzt ist die Frage, was möchten wir denn gerne haben? Lieber Kommunikation als Sprache. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du mit einem Nein zum anderen kommunizierst? Das ist Sprache. Wie wäre es mit einem Ja zum Kern des anderen, um die bunte Vielfalt der Kommunikation zu feiern? Da glaube ich, wäre es ganz gut, wenn ich ein bisschen aushole, was ich darunter verstehe. Ihr könnt gerne drunter schreiben, was ihr drunter versteht, weil ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir ins Gespräch kommen können. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, in denen du mit einem Nein zum anderen kommunizierst? Würde für mich heißen, dass ich grundsätzlich den Menschen ablehne, weil er ein Verhalten an den Tag legt, was ich nicht leiden kann. Und da sind wir direkt ganz tief in der Kommunikation, also in dieser Unikatsache. Das heißt, wir sind alle Unikate, jeder von uns. Das gibt's auch in einem von diesen Kommunikationsfilmchen, die hier auf dem Kanal sind, nochmal. Das Unikat, das ich bin, das entsteht durch meine ganzen vielfältigen Erfahrungen, durch mein Wissen, durch meine Herkunft, durch meine Geburt, durch meine örtliche Region, wo ich wohne, wo ich gewohnt habe, ob ich gereist bin oder nicht, ob ich eine Schule besucht habe oder nicht, oder welche Schule ich besucht habe. Und das alles führt dazu, dass ich auf die eine oder andere Weise eine gewisse Musterung bekommen habe. Ja, dieses Muster, das ich bekommen habe, also ein Universitätsprofessor hat ein Muster, genauso wie eine Studentin ein Muster hat, genauso wie ein Hauptschüler ein Muster hat. Und es ist alles gleichwertig, weil auch ein Hauptschüler kann die tolle Idee haben, die irgendwie irgendwas Wunderbares bewegt oder einfach in seinem Leben zufrieden sein mit dem, was er hat oder sie. Ja? Und das sind die Punkte. Ich glaube, es geht nicht mehr darum, wer welchen Schein noch besser ausfüllt oder wer noch mehr irgendwie von irgendwas hat, sondern dass wir unsere Leben, die wir leben, auch wenn sie jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so wahnsinnig bunt sind, dass sie trotzdem zufrieden sind. Ja, und dass wir uns versuchen, von der Angst nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Ja? Also gibt es Bereiche in deinem Leben, in dem du mit einem Nein zum anderen kommunizierst? Wenn ich mit einem Streit, also wenn ich mit jemandem über ein Verhalten streite und sage, das finde ich komisch, was du da machst. Wenn ich mit einem Nein herangehe und sage, ich lehne dich ab, dann werde ich nicht in eine richtige Kommunikation kommen. Weil wenn ich von vornherein mit einem Nein daran gehe, dann blockiere ich quasi ein echtes Miteinanderreden. Gehe ich mit einem Ja zueinander daran, sage ich, okay, also du bist an für sich okay, so wie du bist. Nur dieses eine Verhalten, das macht mich irgendwie ängstlich oder das, ja, das kann sein, dass mich das auch wirklich, dass ich da mich bedroht fühle davon. Und dann kann ich aber hingehen und kann sagen, wie meinst du das denn? Das, was du gesagt hast, hat bei mir wirklich Angst ausgelöst. Und dann kann ich hingehen, kann sagen, wie meinst du das? Und diese Situationen, die haben wir bestimmt auch in diesem Jahr gehabt. Dass wir uns mit jemandem in die Haare bekommen haben, wo wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt was ganz Schlimmes. Also ich hatte selber auch so eine Situation, wo ich mir an einem Spruch, den jemand zu mir gesagt hat, sehr wehgetan habe. Aber ihr merkt schon, wie ich das sage. Es geht darum, dass nicht diese Person, nicht der ist der blöde Hund oder die, ne? Sondern das, was ich da draus gemacht habe, das war das, was mir wehgetan hat. Und das habe ich bearbeitet. Das hat mich ein bisschen gekostet, so Zeit und so. Aber wenn ich überlege, wie das früher war, früher hätte ich das wahrscheinlich die Freundschaft beendet und wäre weggelaufen, hätte alles kurz und klein geschlagen und wäre vielleicht sogar, ja, wie soll ich sagen, aus so Clubs oder so ausgetreten, wo man oder Gruppen, wo man sich irgendwie nochmal über den Weg laufen kann. Heute brauche ich das nicht mehr, weil diese Person an für sich ist mir sehr viel wert. Das ist eine gute Freundin gewesen und ich fand das toll, wie wir das hinbekommen haben. Ja, weil wir einfach
Ja, ich habe dafür gesorgt, dass ich meine Sachen lösen kann. Und sie sorgt dafür, dass sie ihre Sachen, die da drin stecken, lösen können. Und das heißt, wir können mit einem Ja zueinander, weil uns diese Freundschaft wichtig ist, können wir jetzt, okay, es ist so ein bisschen noch wackelig, man muss noch mehr sich ein bisschen annähern, aber es ist definitiv so, dass wir diese Krise überstanden haben. Und da kann ich nur sagen, Kommunikation statt Sprache hat was. Also das heißt, wie gehe ich auf jemanden zu? Und da kann ich noch mal gut durch mein Ja gehen und gut schauen, okay, gibt es da noch Stellen? Wenn es Stellen gibt, wisst ihr, was zu tun ist. Wenn die immer noch zwicken, könnt ihr wisst schon, was machen. Und wenn es etwas ist, wo ihr sagt, wow, da habe ich was gut lösen können, dann können wir uns da eine große Sonne in unser Leben zeichnen und können dort quasi, ja, auch ein bisschen stolz sein darauf, dass wir das hinbekommen haben. Und wenn ihr noch Sachen findet, die noch nicht aufgeräumt sind, dann ist es euch überlassen, ob ihr vielleicht dann nochmal mit einem Ja auf denjenigen zugeht und sagt, hör mal, da ist noch was, ich würde das gerne noch klären. Lass uns das mal machen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Eure Heike Eva Maria Jenicke.